Journalisten, Zuschauer und Besucher der Sony-Pressekonferenz auf der E3 2018 waren sich einig, eines der Highlights war zweifellos Ghost of Tsushima für PlayStation 4. Das entsteht derzeit bei Entwickler Sucker Punch, den man vor allem für die Infamous-Reihe kennt. Statt Großstadtszenario und Superkräften erwartet uns aber diesmal das feudale Japan, genauer gesagt die namensgebende Insel Tsushima im 13. Jahrhundert. Unter dem martialischen Motto Schlamm, Blut und Stahl erzählt Ghost of Tsushima die düstere Geschichte des Mongolenangriffs auf Japan nach und verzichtet zugunsten einer glaubhaften Story auf jegliche Fantasy-Elemente. Der Spieler schlüpft in die Rolle des Samurai und Widerstandskämpfers Jin Sakai. Auf seiner Odyssee durch das vom Krieg gezeichnete Land erkundet er zu Fuß oder auf seinem Pferd die Open World, trifft auf NPCs, erledigt Nebenquests und legt sich mit den mongolischen Invasoren an. Ghost of Tsushima ist dabei in erster Linie ein Rollenspiel und in etwa vergleichbar mit The Witcher 3. Unser Held wird mit der Zeit immer stärker, findet bessere Ausrüstung und erwirbt neue Skills und Kampftechniken. Apropos Kampftechniken, die Schwertduelle im ersten Gameplay-Trailer wirken enorm flüssig und sind inspiriert von Samurai-Filmen wie Yojimbo oder Die Sieben Samurai. Dabei kommt es auf präzises Timing beim Blocken, Parieren und Zustoßen sowie auf den cleveren Einsatz von Spezialattacken an. Größere Gegnergruppen sollte Jin aber lieber nicht frontal angreifen, sondern seine Stealth-Fähigkeiten einsetzen. Wie der Trailer eindrucksvoll demonstriert, zahlen sich clevere Positionierung und Überraschungsangriffe von oben aus. Besonders auffällig bei Ghost of Tsushima ist die detailverliebte und extrem atmosphärische Grafik. Dichte Bambuswälder brechen das Sonnenlicht und sorgen für Schattenspiele, rote Blätter wirbeln bei jedem Schwerthieb durch die Luft und brennende Häuser werfen gespenstisches Licht in den Nachthimmel. Die bisher gezeigten Szenen sehen jedenfalls nicht nur atemberaubend aus, sondern machen definitiv Lust, die hübschen Landschaften auf eigene Faust zu erkunden und selbst zum Ninja-Schwert zu greifen. Wann es soweit sein wird, steht allerdings noch nicht fest. Einen Release-Termin für Ghost of Tsushima wollen die Entwickler bisher partout nicht herausrücken.